Sie sehen heute, dass es sich lohnt, mit uns Kontakt aufzunehmen und uns Vorschläge zu machen, wen wir einladen können. Heute bin ich eingeladen, nämlich bei Christina von Dreien. Es hat ein bisschen gedauert, vor 2 Jahren wäre es schon einmal soweit gewesen, aber es sollte alles so sein, noch viel Wasser den Rhein runtergeflossen sein, den Sie hier vielleicht im Hintergrund sehen. Ich freue mich riesig auf ein Gespräch mit Christina von Dreien, jener jungen Frau aus der Schweiz, die in einigen Gazetten und für Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie eine besondere Botschaft hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Christina, klasse. Ich habe damals auch gesagt, kein Widerstand. Wir hatten uns verabredet und dann kam dann doch was dazwischen, was das damals noch nicht hätte sein sollen. Und dann ist das gut. Und jetzt sitzen wir hier und du kommst nächste Woche am 15. bist du in Leipzig, 15. Februar bist du in Leipzig, das erste Mal, ja, auch im Osten. Ich glaube, die Leute freuen sich darauf. Und es ist eine schöne Halle, die Kongresshalle, wo du sprechen wirst. Einen ganzen Tag? Ja, einen ganzen Tag. Den ganzen Tag. So wie damals in Erding, ja? Ja, genau. Genau, in Erding haben wir uns zumindest schon mal gesehen gehabt. Christina, du bist ja noch nicht so alt nach Jahren. Hast aber in den letzten Jahren auch verbreitet durch die Bücher deiner Mutter, Christina 1 und 2 sozusagen, die Bücher, es geschafft, Säle mit 1000 Leuten zu füllen, ohne dass dir das zu Kopf gestiegen ist, einfach weil du eine Botschaft hast. Und jetzt hast du ein eigenes Buch geschrieben, also Christina heißt es immer noch, aber jetzt hat es nicht die Bernadette, deine Mutter, geschrieben, sondern es besteht aus, ich halte meine Kamera, aus der Zusammenfassung von dem, was ich in den Sendungen Time to Be gesagt habe. Ja, mit dem Norbert und den Zusammenschnitten von den Seminaren. Die du gegeben hast. Ja, genau. Genau. Und der Ronald vom Govina Verlag sich da dran gemacht, das auch ein bisschen zu kompilieren. Soll ich es nochmal in die Kamera halten, damit man es gut sieht? Super, Bewusstsein schafft Frieden. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei dem Team von Schweiz 5 von Time to Do bedanken, dass ihr hier diese Sendung für uns aufnehmt. Wir können sie schneiden und hochladen. Klasse, diese Zusammenarbeit, nicht Konkurrenz, sondern verbinden und zusammenarbeiten. Was meinst du, was die Menschen so in zu großen Scharen zu dir getrieben hat. Getrieben, aber gezogen hat. Vakuumkräfte in der Natur. Ja, also das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon überlegt. Hast du dich auch schon gefragt, okay. Ja, und ich denke, es ist einfach das, dass sie merken, dass sie an was erinnert werden. Ja. Weil in unserem Kern sind wir schlussendlich alle göttliche Wesen. Und bei vielen ist das einfach so, dass sie nicht den gleichen Zugang haben. Und nur schon den Zugang zu diesem Wissen, dass jemand sagt, ja okay, also ich kann es mir jetzt mal vorstellen, der läuft ja nicht bei jedem gleich ab. Also du kannst nicht mit einer Anleitung kommen, wie jetzt jeder sich für dieses Wissen öffnet. Ja. Und ich denke, dass bei vielen Menschen meine Seminare ankommen, weil auf die Art und Weise, wie ich das rüberbringe, oder auch die Bücher,
die tragen was mit, das den Leuten einfacher macht, sich dafür zu öffnen. Kann es sein, dass sie sich erinnern? Ja, sie erinnern sich durch das. Mhm. Also sie lesen oder hören was, mhm, und wissen ja schon in ihrem Unterbewusstsein, mhm, ja, das stimmt ja eigentlich. Mhm. Also das wissen sie ja schon. Mhm. Und darum springen sie danach darauf an, weil sie dann merken, hey, das, eigentlich kenne ich das ja schon, oder? Ja. Also das, was ich sage oder auch das, was in den Büchern steht, das ist ja nicht neu oder irgendwie es seit 10 Jahren bekannt. Das ist ja schon viel älter. Mhm. Aber erst jetzt sind wir in einer Zeit, wo die Leute auch im Kollektiv einfach aufwachen. Ja. Also sich darüber bewusst werden, wer sie wirklich sind. Und ja. Also dieses Erinnerung, ne? Ja. Also für mich, ich weiß auch, Lernen ist eigentlich immer so eine Art Erinnern. Mhm. Ja, das, ach, ja, also dieses Gefühl da, der Gänsehaut oder, ne, dieser, mhm, Sekt in den Zellen, das ist eine Wahrheit, ja, die tief in mir verwurzelt ist, aber nicht, ne, durch viele Vorstellungen begraben war. Und die Vorstellung, was wir sein sollen oder so. Mhm. Ja. Du hast ja nicht so einen leichten Start in dieses Leben gehabt, kann man sagen. Also wenn man Christina, yeah, 1, ja, mhm, Zwillinge in Licht geboren. Als Licht geboren. Als Licht geboren. Das heißt, ne, du hattest eine Schwester, mhm, die Elena, die es eben in dieser Inkarnation nicht so lange ausgehalten hat, sozusagen. Yeah. Und jetzt aber trotzdem bei dir ist. Ja, genau. Ne? Und du auch mit ihr in Kontakt stehst, soweit ich das nachlesen konnte. Mhm. Ja, also deine Schwester. Wie mit der Erdung, das würde mich interessieren, wie schaffst du es, dich in dieser 3D-Welt, ja, überhaupt zurechtzufinden? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die geerdeteste Person bin, die es gibt. Ja, ich meine, du sitzt, ne, ich habe dich ja bei Time to Be, ja, und habe ich dich ja immer, ja, guck mal eine an, Erdung, schreibt sie im Buch, ja, aber sie sitzt praktisch in diesem fast Lotus-Sitz über der Erde. Aber trotzdem braucht es ja irgendwie Erdung, ne? Ja, schon, und ich, ja, denke auch, das kommt mit der Lebenserfahrung, oder? Ja, ja. Also Erdung ist ja schlussendlich nichts anderes, als dass die eigene Seele komplett in unserem Körper ist, oder? Genau, ja. Und ich glaube, dass jeder Mensch von Anfang an theoretisch eigentlich ganz drin wäre, also sobald er inkarniert. Ja. Und trotzdem schweben wir fast alle, die einen mehr und die einen weniger, zum Teil herum. Mhm. Und das hängt einfach auch mit den Dingen zusammen, die wir aufgenommen haben, aber auch mit der ganzen Erziehung und all das, was wir schon durchlaufen haben, bis zu dem Punkt, wo wir da sind. Ja. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt kleine Kinder haben und die haben schon, weil sie in sich was nicht vergessen haben und sie wissen genau, was sie mal als Beruf werden wollen. Mhm. Und irgendwas, aber, mhm, sie wissen es einfach. Mhm. Und, mhm, das ist dann ihr Ding. Ja. Und wenn die Eltern irgendwie finden, dass das aus irgendeinem Grund nicht geht, sei das, weil man damit kein Geld verdient oder was auch immer, und in der Schule geht das weiter, dann glauben sie das irgendwann und lernen dann Bäcker oder sonst was? Es gibt leidenschaftliche Bäcker, aber ja, also einfach, was ja, Solides, was, ja, ja, immer. Also, das war einfach ein Beispiel. Also wenn jetzt jemand auf die Welt kommt und sagt, ich weiß, ich will Gärtner werden, und durch das die Menschen aber lauter Dinge dem Kind sagen, warum das nicht geht, und dann lernt, mhm, er am Schluss Bäcker, ja, dann verliert er in dem Moment auch irgendwo Erdung. Kontakt zu sich. Genau, weil, ja, eigentlich ist ja Erdung, wenn wir
ganz in unserem Körper sind, wie du gesagt hast, dann haben wir einen Kontakt mit uns selbst. Ja. Und wenn wir schon die Kinder dazu bringen, dass sie was tun, was sie eigentlich ja nicht tun wollen aus ihrer Sicht, dann verlieren sie Kontakt zu sich selbst. Ja. Und dann entsteht schon mangelnde Erdung. Und darum fliegen wir auch fast alle ein bisschen rum, oder? Also das ist jetzt nicht der einzige Grund. Ja, aber das ist ein gutes Bild. Aber es ist einfach was, das wir manchmal vergessen, ja, dass Erdung auch mit dem zu tun hat, dass wir mit dem in Kontakt stehen, was wir wollen, oder? Und womit wir hergekommen sind. Ja, genau. Ja. Ich habe gerade vor kurzem einen Menschen kennengelernt, der im Kindergarten gezwungen wurde, wirklich mit Gewalt offensichtlich Käse zu essen, als er hier in die Schweiz kam. Und er mochte nie Käse. Yeah. Ja. Und das war für ihn ein Gefühl der Ohnmacht, ja, dass man ihn zu etwas zwingt, was er nicht will, partout nicht will. Yeah. Und er mag auch heute auch noch als Erwachsener keinen Käse. Aber dieses, also im Prinzip Gewalt antun, was wir Kindern an Gewalt antun, indem wir sie nicht so nehmen, wie sie sind, und ja, nicht genau zu schauen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, und uns überraschen lassen, weil die Kinder ja alles mitbringen. Ja? Mhm. Das ist aber gut, also Erdung, ja, wenn man sonst von Erdung spricht, ja, das ist die Ernährung, ne? Sexualität, sagt man, erdet. Es gibt bestimmte Nahrungsmittel, wo man sagt, das erdet. Also das, ne, ist so natürlich auch so, oder? Ja. Also, aber diesen Aspekt hatte ich so noch nicht. Ja. Das ist gut, ja. Weil wir sind ja auch mit uns selbst verwurzelt, ja, oder? Ja. Und das ist ja wie so eine Grundbasis. Mhm. Wir hatten dann, bei uns in der Schule gab es dann viele, die waren komplett identitätslos. Ja. Die wussten gar nicht, wer sie waren. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja. Und dabei fängt da Erdung an, oder? Ja. Also ich selbst zu sein, wenn ich komme in die Welt, und wenn man kleine Kinder, ich habe das in einem Lied so schön gesagt, schau in der kleinen Kinderaugen, bevor sie in die Schule kommen, die leuchten, dass sie dir den Atem rauben, und dann wird ihr Blick verschwommen. Ja? Mhm. Das praktisch immer noch die Vorstellung von vielen Eltern und natürlich der Schule sowieso, dass Kinder unbehauene Steine seien, an denen wir rumzumeißeln hätten, oder, ne, blanke Blätter, die wir als Eltern oder Erwachsene zu beschreiben hätten. Das hat aber auch nur damit zu tun, weil die Erwachsenen, die haben dann ihr Weltbild und ihre, ja, Vorstellung, ja, also eigentlich ihr Bewusstsein, oder? Ja, ein geschachteltes. Ja, ja. Und in diesem Bewusstsein hat man ihnen gesagt, man muss Kinder erziehen, oder? Und die haben da gar nicht mehr als das, was sie selber sind, oder? Ja. Und weil die meisten einfach nie davon gehört haben, dass Kinder den Erwachsenen auch Dinge aufzeigen können und die Eltern in dem Bewusstsein sind, dass alles so und so und so sein muss. Und wenn da was abweicht, dann muss man das einfach so reinquetschen. Mhm. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. Ja, genau. Ja. Und darum haben wir dann am Schluss so Kinder. Ja. Aber das fängt nur beim Bewusstsein von Eltern an. Ja. Also klar, auch bei den Kindern. Aber dass wir auf die Idee kommen, ob man was passend machen muss, auch komplett egal wo, oder? Ich meine, im Prinzip ist es eigentlich, liegt es am Menschenbild. Yeah. Ja, dass wir seit mindestens 100 Jahren ein materialistisches Weltbild und damit Menschenbild anerzogen bekommen, also in der Schule, in der Wissenschaft und so weiter. Und da kommt das ja gar nicht vor, dass die Kinder was mitbringen, außer den Genen. Ja? Mhm. Also irgendwelche, ja, also DNA-mäßig, aber dass sie geistige Wesen sind. Und ja, darum fängt es beim Bewusstsein ein, ja, oder? Ja. Und darum ist es auch so wichtig, dass jeder Einzelne sein Bewusstsein erweitert. Ja, und zwar nicht unter Drogen. Nein. Ja, wir Bewusstseinserweiternde oder Spirituosen, ja,
sondern bei klarem Bewusstsein. Ja. Also ich sprich, das Bewusstsein, bewusstseinserweiternde Drogen, sagt man ja. Und ich bin dafür, dass wir die Drogen weglassen und unser Bewusstsein anders erweitern. Ja, ich auch. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Und, ja. es braucht auch, dass wir bei uns selbst anfangen. Ja, immer. Weil wir können nicht die Welt ansehen und finden, das muss jetzt geändert werden oder das sollten wir verbessern. Und das Gefühl haben, wir können das auch, wenn wir uns nicht mal selbst verstehen. Mhm. Weil das, was wir schlussendlich in der Welt sehen, egal ob das jetzt im Bildungssystem ist oder sonst wo, überall, das ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild von dem dort herrschenden Kollektiv, oder? Das ist eine Manifestation von dem dortigen Kollektiv. Ja. Und die Gesellschaft an sich, aber auch die einzelnen Bereiche. Und wenn wir also was wirklich ändern wollen, egal in welchem Bereich, dann muss sich ja das Kollektiv ändern. Und das Kollektiv und, ist... Weil das Kollektiv gibt die Ausrichtung an, oder? Ja. Also man sagt ja immer, dass die Masse die Welt verändert und die Masse ist ja eigentlich nichts anderes als die kollektive Ausrichtung. Ja. Und das Kollektiv wird aber nur geändert, wenn die Menschen sich ändern. Und darum müssen wir bei uns selbst anfangen, weil sonst geht gar nichts wirklich. Kann man das so, ich habe mich ja viel mit Feldern beschäftigt, ne? Mit Sheldrake und so weiter, dass die wir holistisch sozusagen aufgebaut sind, also die Gesellschaft holistisch aufgebaut, dass jeder Einzelne praktisch das Ganze repräsentiert. Und wenn ich einen Schritt getan habe, dann habe ich das gleichzeitig für das Ganze. Ja, das geht dann ins Feld, ja. Ne? So ins Feld. Und ich kann, und das war damals schon in den 80er Jahren, als ich diesen morphischen Feldern begegnet bin in der Literatur, das macht nichts. Das gehört zum Leben dazu, dass da mal die Klingel geht oder so. Ja, dass ich nicht vergebens das tue, was ich tue. Nein, überhaupt nicht. Ja, dass es eine Auswirkung auf das Feld hat und dass ich dankbar aus dem Feld jederzeit Unterstützung bekomme von denen, die mir vorangegangen sind. Ja, ja. Die meisten Leute denken immer, ja, aber was kann ich denn tun, weil ich bin ja nur ich, oder? Und ich bin nur Mutter und Hausfrau. Und ja. Was kann ich tun, dass die Welt besser wird? Wo kann ich meinen Beitrag dazu leisten? Und es wird komplett unterschätzt, was wir als einzelne Menschen komplett unabhängig davon, was wir für einen Beruf haben. Oder Ausbildung oder Titel. Genau, das kommt nicht drauf an. Es geht nur darum, schlussendlich, was wir sind. Also was wir verkörpern, was uns ausmacht, oder? Weil diese Qualitäten, und ich meine, niemand ist perfekt, oder? Sonst wären wir nicht hier. Also wir haben alle die Punkte, wo wir was schon verstehen, was wir schon erkannt haben. Und dann gibt es überall die Punkte, wo wir noch lernen müssen. Sonst wären wir nicht hier. Und wir lernen also ständig. Und genau wenn wir das verstehen und wenn wir auch verstehen, dass es im Leben nicht darum geht, dass wir irgendwann da sitzen und nur noch umsingen. Also weißt du, ich finde immer, wir werden ständig lernen. Und selbst wenn wir in die fünfte Dimension wechseln. Da würde ich gleich noch zu gucken. Wir lernen da ja auch ständig, oder? Es ist da nicht so, dann sind wir da und dann ist alles gemacht, oder? Ja. Weil wir haben immer Dimensionen über uns. Ja, klar. Ständig. Ja. Jeder Mensch. Egal, wer jetzt hier inkarniert. Und das bedeutet, wir können ständig lernen. Und durch das, dass wir Fehler machen zum Beispiel. Fehler machen. Ja. Und daraus lernen und Dinge erkennen, verändern wir uns selber. Ja. Also zum Positiven. Und diese positive Veränderung, die geht ins kollektive Feld. Das geht ins Menschheitsfeld. Ja.
Und je mehr vom Gleichen in dein Feld geht, desto einfacher ist es für andere, genau, die das noch nicht haben, die können das viel besser abgreifen. Ja, das ist sozusagen das Gesetz der morphischen Resonanz, wie es der Sheldrake beschreibt, ne? Dass je öfter etwas geschieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder geschieht. Ja, das heißt, so leichter fällt es anderen, ja, in die Resonanz zu gehen. Yeah. Ne, wenn jemand ein Klavierstück, wenn das schon oft genug gespielt ist, dann fällt es anderen leichter. Oder eine Sprache, genau, ja. Ja, eine Sprache zu lernen, Computer, Autofahren. Ne, am Anfang, als die Autos aufkamen, war das unheimlich schwierig. Ja. Aber du hast eben gerade die fünfte Dimension. Ich bin mit diesem Thema tatsächlich überhaupt noch nicht fertig, weil was bedeutet eigentlich fünfte Dimension? Weil ich liebe diese Erde, ja, ich liebe die Schönheit dieser Erde, ja, und die Gerüche und die Vielfalt, ja, der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, ja, weil jeder ein einzigartiges Juwel ist. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, verschwinden wir dann von der Erde? Ja, ich frage wirklich, weil so unterschiedliche Vorstellungen von der fünften, wir steigen auf, fünfte Dimension, ja, bitteschön, und was ist mit der Erde? Kannst du da kurz mal was zu sagen? Das wäre schön. Also, ich denke, es gibt Leute, die stellen sich dann vor, wir steigen auf und dann verschwindet die Erde und alles. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Es ist ja nichts anderes, als dass eine Ebene gewechselt wird, oder? Ja. Und diese Ebene, die wird ja nicht einfach nur von uns gewechselt, weil wir fangen diesen Aufstieg, das, was eigentlich was Normales ist, oder? So beschreibst du es. Also im Universum wird laufend aufgestiegen. Ja, oder? Zivilisationen, einzelne und so weiter. Und dieser Aufstieg, den fangen wir als Menschen ja schon da an, wenn wir unser Bewusstsein ändern, oder? Ja. Also der Aufstieg beginnt nicht da, wenn die Struktur von unserem Körper feiner wird, sondern in dem Moment, wo wir unser Bewusstsein anfangen zu erweitern, also zu öffnen. Und das ist, das ist schon der Anfang vom Aufstieg, oder? Das Wort feiner, wie gesagt, ein feiner Mensch, oder der ist fein, im Gegenteil, also der andere Pol, grob. Ja, das, vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn jemand feiner wird. Kann also, man schon so ansehen. Ja, fein, feinfühlig, empathisch oder so, ein feiner Mensch. Ein feiner Mensch ist jemand, der empathisch ist, der ja, ein Stück wissend ist, vielleicht. Aber vor allen Dingen das Empathische. Okay, also es ist und komplett. Genau, und das macht natürlich auch die Erde, oder? Also wenn wir aufsteigen, fällt nicht die Erde wie weg und ist nicht mehr da, sondern sie macht das ja auch, sie erhöht ja ihre Schwingung ständig, auch jetzt. Und sie erhöht die auch wenn wir das nicht merken, oder? Also wir Menschen, wir schaffen auf der Erdoberfläche wie Bewusstseinsfelder. Ja. Durch das, dass wir hier leben und existieren. Und diese Bewusstseinsfelder, die wirken auf die Natur und somit auch auf die Erde. Aber trotzdem erhöht der Planet an sich selbst seine Schwingung. Unabhängig davon, wie das jetzt am Punkt X auf der Planetenoberfläche aussieht. Weil das wird zwar mit beeinflusst von den Menschen, die da sind, und zum Teil auch gravierend, aber die Grundschwingung der Erde, die steigt trotzdem an. Also sie macht ihren eigenen parallelen Prozess zu dem, was wir hier machen. Es gibt ja Leute, die sagen, wir sind jetzt durch das Kali Yuga oder am Ende des Kali Yuga, des dunklen Zeitalters, und nähern uns quasi elliptisch wieder dem Zentrum unserer Galaxie. Das ist so ein Bild. Und dadurch wird sozusagen die Zeit der Dunkelheit und der Lüge, ja, und des Betrugs, die Energie wird immer schwächer. Also die kann sich nicht mehr halten. Genau, und das hat wieder mit diesem Aufstieg zu tun. Weil beim Aufstieg wird die ganze Struktur feiner, oder? Also nicht nur von uns, sondern auch vom Planeten.
Und alles, was auf der Erde existiert, das kann nur in einer bestimmten Frequenzbandbreite existieren. Ja, so wie das Licht halt auch nur ein gewisser Ausschnitt von Frequenzen ist, ne? Ja, ja. Und so kann Betrug nur in einer bestimmten Frequenz überhaupt passieren, oder? Ja. Und wenn die Erde nicht mehr in dieser Frequenz ist, dann fängt das an, wie abzufallen. Es wirkt nicht mehr. Mhm. Also ne, es kann dann wie nicht mehr existieren. Ja, ja. Das heißt, das, was wir an der Welt, also viele leiden ja an den Zuständen, die an der Welt sind. Also, dass da immer noch Krieg ist, dass wir unseren Planeten ausbeuten ohne Ende für sinnlose Dinge, ja, also Ersatzbefriedigung, ne, also große Autos oder was weiß ich. Also viele, viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, wenn wir den direkten Weg gingen, in die Freude zu gehen, ja, statt das Zuckerl, ja, oder die Malediven oder irgendetwas als Ersatzbefriedigung und dann am Montag wieder in ein Hamsterrad zurückzukehren, um uns 2 Wochen im Jahr vielleicht oder 3 sowas zu holen. Und genau darum braucht es Bewusstsein, oder? Ja. Weil die Menschen, die das machen, die sind einfach noch in einem anderen Bewusstseinszustand, oder? Ja, der Angst zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Das ist ja die Manipulationsfrequenz überhaupt. Und wenn man die Zeitung aufschlägt oder das Fernsehen anschaltet, Angst. Haben wir ja jetzt gerade, ne? Corona-Virus und so. Da haben wir einfach mal den Freude-Virus auf den Weg gebracht, der viel ansteckender ist. Ja, ja, also die Frequenz der Angst will immer noch, ja, also das wird ja aus allen Rohren wird gefeuert. Ja, klar, weil ja. Es gibt ja wie 2 Seiten auf der Erde, oder? Und die einen, die wollen, dass die Menschen aufwachen, und die anderen, die wollen sie lieber schlafend. Und darum sind die meisten Medien ja so, oder? Ja. Darum verbreiten sie Angst. Ja. Damit die Leute nicht ihre Schwingung erhöhen. Mhm. Und wenn sie das tun würden, dann würde ja Bewusstsein automatisch erhöht werden. Ja. Weil Schwingung, Bewusstsein, das ist, also weißt ist du, das Gleiche? Genau, ja. Das ist ja nicht das eine oder das andere. Und wenn das Bewusstsein erhöht ist, dann geht das wieder alles ins Kollektiv. Ja. Und im schlussendlichen Punkt geht es um die kollektive Ausrichtung, die wir haben. Ja. Und genau das soll ja vermieden werden, oder? Dass wir nur schon mal eigenständig denken. Jetzt fragt sich natürlich der geneigte Zuhörer, der jetzt mit Verschwörungstheorien überhaupt nichts am Hut hat, die reden immer von das soll so und die oder so. Und du hast ja ein Wort geprägt, das Unlicht. Ja, also für die dunklen Kräfte Unlicht. Und das impliziert ja schon im Prinzip, dass es sich um Wesen handelt, die sich einfach umgedreht haben. Ja, also das Licht bewusst sagen, nein, ich will das ohne. Ja, weil das ist ja eigentlich nur, das sind auch Seelen, die sind mal aus der Quelle gekommen. Aber absolut. Erstens mal das, oder? Ja. Also die sind genauso in ihrem Kern göttliche Wesen wie jeder von uns. Ja. Die sind davon ja nicht abgetrennt. Ja. Und Unlicht passt eben, weil die waren ja auch mal Licht, oder? Ja. Die wollen, im Grunde sind sie Licht, aber sie verneinen es, oder? Sie verneinen es und sie strahlen es auch nicht mehr aus, weil sie durch Erfahrungen und durch Glaubenssätze und so weiter haben sich selber so zugemacht und verschlossen. Sie haben sich dann wie abgedichtet, oder? Ja. Und wenn die ihr Herz ganz abdichten, dann haben die nicht mehr eine Empathie. Und darum kannst du dann auch Leute ins Militär schicken für einen Krieg. Ja.
Oder Befehle wie 9-11. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Also, wo jegliche, wo man sagt, das können doch gar nicht Menschen gewesen sein, die so einen Befehl geben, ja, das Ding da zu zerstören. Darum sind das eigentlich nur göttliche Wesen, die aktuell auch hier inkarniert sind und nur zu sind. Also eigentlich sind das nur traumatisierte Menschen. Das meine ich. Das sind nur traumatisierte Menschen. Ich habe jetzt gerade eine Sendung mit einer Frau über satanische Rituale, die 20 Jahre in einer solchen Sekte praktisch aufgewachsen ist. Und dass, wenn Kinder traumatisiert auf diese Weise, wenn sie Grausamkeiten zuschauen müssen oder sogar irgendwann begehen müssen, dass sie ihr Herz so verschließen, dass nichts, aber auch gar nichts mehr durchkommt, damit sie bestimmte Befehle oder Funktionen in einem solchen Gegliederung, in solcher Gliederung bestimmte Funktionen ausführen können, ohne jegliche Empathie. Genau. Auch nicht für sich. Also, ne, da kommt ja gar nichts durch. Ja. Und dann sind die Kinder zu. Ja. Wenn die nie aufwachen, leben sie so ihr Leben. Ja. Dann haben sie vielleicht mal Familie. Und weil Eltern ja ihre Kinder dann wieder auch programmieren, ja, oder? Ja. Also sie geben ja dann eigentlich ihre Glaubensmuster, geben sie auch weiter. Das passiert ja automatisch, oder? Ja. Weil es wird das weitergegeben, was sie haben. Und dann landen die Kinder auch wieder in dem, oder? Genau. Und darum können wir eigentlich nur aus diesem Rad raus, wenn wir unser Bewusstsein wieder öffnen, oder? Und wenn wir realisieren, dass es noch was anderes gibt, als das, was wir jetzt hier sehen und als das, was wir kennen. Und ich fand es ganz, ganz schön, dass du in deinem Buch eben das betont hast, dass auch das Unlicht seinen Platz in diesem ganzen Schauspiel hat, im Schauspiel des Vergessens. Ja, also das, sie wissen nicht, welchen Teil sie in diesem großen Plan haben, weil sie alles vergessen haben, auch ihre Herkunft, dass sie selber Licht waren oder sind. Aber letztendlich machen sie nur ihren Job. Also, sie machen ihren Job und trotzdem, einiges ist natürlich, als man dieses Experiment gestartet hat, da hat man dann zwar gesagt, oder? Dass alle ins Vergessen gehen. Genau. Ja. Es war aber so, dass dann einfach Dinge kamen, wo man nicht dachte, dass sie kämen, oder? Ja. Also es wäre gar nicht vorgesehen, dass wir eigentlich so tief reinfallen ins Vergessen. Ja. Das war eigentlich nichts anderes als ein Unfall, dass wir so tief reingingen. Und darum ist es zwar komplizierter, dass die Menschen jetzt wieder rauskommen, aber wenn wir uns mal überlegen, was das nachher ins Feld setzt, wenn das Kollektiv der Menschheit wieder wach ist und eine kollektive Ausrichtung hat, dass sie Frieden wollen, das dann ins Feld setzt. Ja. Und du hast es ja auch im Prinzip in deinem Buch beschrieben, sprich in deinen Seminaren, dass die Liebe die stärkste Kraft ist und dass die Liebe verbindet. Ja, also während das, was wir im Moment erleben, Kräfte der Spaltung sind. Mhm. Ja, also das... Ja, klar. Ja, und das, aber trotzdem wir diese Wesen nicht... sozusagen abschreiben sollen, also die Wesen des Unlichts, also die sich abgewendet haben vom Licht und meinen, so jetzt ihre Macht oder sonst was ausspielen zu müssen oder diese Erde als ihr Schachbrett zu benutzen, das ist unsere Meisterschaft, glaube ich, hast du sogar gesagt, unsere Meisterschaft ist es, wenn wir auch diesen Wesen unsere Liebe entgegenbringen. Und sie sozusagen einladen, auch, dass sie aus dem Vergessen kommen, wer sie wirklich sind. Also einladen ist übertrieben, weil durch das, was wir sind,
sind wir wie Leuchttürme für andere, oder? Ja. Und du kannst jetzt nicht einem Menschen, der nicht offen dafür ist, dass er ein göttliches Wesen ist, ihm das erklären wollen. Das geht gar nicht. Also da kommst du nicht durch. Aber wenn du selber das weißt und das dann bist, also wenn du dann halt dein Licht verkörperst, oder? Dann kommt das vielleicht nicht bei allen durch, aber die, die eigentlich wie so an der Türschwelle stehen, dass sie es zwar noch nicht so erkannt haben, aber dass sie eigentlich wie innerlich bereit dafür sind, die haben dann vielleicht plötzlich einen Aha-Moment, wenn sie sehen, hey, der verkörpert ja sein Licht. Und so können wir anderen helfen, die das noch nicht wissen. Also praktisch eine Sehnsucht erzeugen, vielleicht. Ein was erzeugen? Eine Sehnsucht erzeugen. Einfach, ich sehe, wie glücklich der Mensch ist, oder ja, weil er mit sich im Frieden ist, mit sich und der Welt. Und irgendwie, ich hab's satt. Ja, ewig im Neid, Hass, Gier und so weiter. Genau, dann kommt die Erinnerung hoch, oder? Ja. Da merken sie das erste Mal, da gibt es noch was anderes. Ja. Also haben wir auch eine Verantwortung für unsere Mitmenschen, oder? Mhm. Weil das, was wir sind, das sehen die ja. Und manchmal können wir ihnen so helfen, sich zu erinnern. Mhm. Und die, also für mich ist tatsächlich die Basis dafür, dass wir überhaupt erstmal den Bewusstseinsraum so weit machen, dass auch diese Wesen darin Platz haben. Ja, also was ich sonst erlebe, ja, ne, diese ganzen Bösen und, wie heißen sie, Reptoiden und wir werden von denen für Sklaven gehalten und die müssen vernichtet werden quasi, die müssen vernichtet werden. Aber in dem Moment, wo ich den Raum öffne und sage, auch ihr seid Wesen des Lichts, ihr habt es nur komplett vergessen, aber nicht indem ich es ihnen predige, sondern einfach nur in meinem Bewusstsein sie ja, quasi einlade. Das meinte ich mit der Einladung. Also nicht... Also wir können sie zwar lieben, aber das bedeutet nicht... Das bedeutet schon, dass wir auch Grenzen setzen dürfen, oder? Aber absolut. Also Liebe heißt ja jetzt nicht, dass wir... das Gutheißen, was da genau, steht. Die Tür öffnen und also alle reinlassen, oder? Nee, es geht ja darum, einfach nur Bewusstsein, wenn ich mein Bewusstsein so weit erweitere, dass ich auch ihnen sozusagen oder um sie weiß als Wesen des Lichts, die aber sich entschieden haben, Unlicht zu sein. Wenn ich sie mit einbeziehe, du hast das so wunderschön mal in Bezug auf Vegetarier, glaube ich, in deinem Buch beschrieben. Ja, also Fleisch esse ich nicht, aber Fisch. Und dann hast du gesagt, ich bin zwar kein Kannibale, aber Aborigines. Genau, das ist das Gleiche. So, das heißt, wenn ich diese unlichten Wesen für mich akzeptiere und erkenne als ihrem Wesen nach ebenso ja, göttliche, aus der Quelle stammende Wesen wie mich. Allein für mich reicht das schon. Und dann merken die Leute auch, dass es nichts bringt, wenn man die bekämpfen muss oder so. Ja. Weil das bringt nichts, oder? Es macht eh nur stärker. Alles, wogegen du kämpfst, machst du stärker. Und wir haben schon genug Krieg, oder? Und das ist ja auch nichts anderes, als das seit die A aus irgendeinem Grund seid ihr Baby kämpft, oder? Ja. Also das ist dann eigentlich das Gleiche. Genau das Gleiche. Mhm. Zwar im anderen Kleide. Genau, aber es geht auch wieder darum, dass man irgendwas, wie du gesagt hast, bekämpfen muss. Man könnte so sagen, ich akzeptiere oder ich heiße nicht gut, was du tust, aber ich achte dich als im tiefsten Grunde ebenso göttliches Wesen wie mich. Könnt ihr was so sagen? Ja, und dann können wir
das so machen, wie wir denken, mhm. wie wir es gut finden. Mhm. Mhm. Weil es geht ja auch darum, dass wenn wir wissen, dass wir göttliche Wesen sind und was wir eigentlich hier wollen, dass wir das halt auch leben, oder? Mhm. Und dass wir ja den Mut haben, dass wir das halt einfach sind. Den Mut. Weil ich kenne, ja. weil wenn wir jetzt da 10 Menschen haben und jeder sagt, ja, also ich könnte schon das tun, was ich will, aber es geht nicht, weil. Oh ja. Und dann sagt das der Nächste auch und der Nächste auch. Und dann ist das nicht nur im Kollektiv, sondern weil die dann untereinander ja nicht mal reden, denken sie, da wäre sonst gar niemand, der auch so denkt. Und dann machen sie es schon gar nicht. Mhm. Weil sie dann finden, ja, wenn 10 andere da wären, dann würde es ja gehen. Und wenn Person X jetzt wissen würde, dass er mit dem Nachbar reden könnte, mhm. und der Nachbar findet das eigentlich das Gleiche, die wissen das ja nicht. Aber wenn er den Mut hätte, das zu sagen, dann würde der Nachbar vielleicht finden, ja, hey, also ich finde das eigentlich gut, was du sagst, ich stimme dem zu. Ja? Ja. Und dann ist das plötzlich, dann finden die plötzlich, also so können wir das machen. Also weil sie nicht mehr alleine sind, oder? Mut zur gelben Krawatte. Yeah. Du hast das eben in deinem Buch. Hast du gesagt, die tragen alle eine bestimmte Krawatte und einer sagt, ich möchte aber am liebsten die gelbe, aber ich traue mich nicht. Und eines Tages traut er sich, eine gelbe Krawatte mhm. zu tragen und dann sagt, ey, finde ich gut, ey, das mache ich jetzt auch. Ja, genau. Ja, ohne, dass er irgendwie mhm. da auftritt, ihr müsst jetzt alle gelbe Krawatten tragen oder so. Nein, diesen Mut zu sich zu stehen. Ja, yeah. Und ein bisschen verrückt zu sein, ja? Weil eine Veränderung, die passiert ja nicht, wenn man jetzt kommt und sagt, ab heute müssen das jetzt alle so machen. Mhm. Das geht nicht. Weil dann überstülpst du Menschen irgendwas. Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Eine Veränderung geht nur langfristig und funktioniert wirklich, wenn die Leute selber sagen, ich will das auch so machen. Mhm. Also die müssen selber das wollen, sonst mhm. geht das nicht. Also muss der Mann mit der gelben Krawatte nicht finden, er muss jetzt all die überzeugen, mhm. die das eh nicht wollen, mhm. sondern es reicht eigentlich, wenn er das dann isst, weil dann wird sein Arbeitskollege das irgendwann auch anziehen, weil er insgeheim schon immer fand, ja, eigentlich müsste das Leben bunter sein. Des Kaisers neue Kleider, gibt es ein schönes Märchen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Nein. aber könntest du, es ist nicht lang, aber da geht es darum, dass der Kaiser 2 Betrügern auf den Leim geht, die sagen, wir wollen euch hervorragende Kleider nähen aus Gold und so weiter. Wir brauchen nur Gold zum Spinnen und das sind ganz besondere Kleider, die nur der sieht, der zu seinem Amt taugt. Und nacheinander geht der Ministerpräsident runter oder wie auch immer. Keiner sieht was, aber keiner traut sich zu sagen, dass er nichts sieht von dem Kleid, was da gewebt wird. Selbst der König sieht es nicht. Und nachher geht der dann nackt, ne? Und da wird auch die Schärpe getragen, weil jeder denkt, ja, da ist doch Kleider. Weil wenn ich das jetzt zugeben würde, dass ich keine Kleider sehe, ne, dann würde ich ja nicht zu meinem Amt taugen. Und dann präsentiert der König seine neuen Kleider und ein Kind sagt, der König ist ja nackt. Also das Kind, ja, hat keine Konzepte, wie es zu sein hätte und sagt die Wahrheit. Und auf einmal, ja natürlich ist es nackt. Und natürlich habe ich ihn nackt gesehen. Also diesen Mut sozusagen wie ein Kind, ne, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Und dann auf einmal festzustellen, der Nachbar, ja, der sieht ja auch die Kleider nicht. Also dieses Märchen ist so wunderbar, als dass wir den Mut haben, das, was wir wahrnehmen und das, was wir fühlen, auch zu äußern und zu leben. Mhm, yeah. Ja, dass wir einfach uns selbst sind. Ja, genau. Und dann
kommt es gar nicht drauf an, ob das scheinbar große Dinge sind, sondern die, jede Entscheidung für uns, ja, also dass wir das tun, was wir wirklich tun wollen, was unser Herz sagt. Und du sprichst ja auch von der Herzintelligenz, dass wir diesem Impuls folgen, statt den Strategien, ja, und Konzepten, die man uns beigebracht hat, wie man durch die Welt kommt. Und dann darf man auch ein bisschen verrückt sein. Ne? Und, ja, und in diesem Zusammenhang würde ich gerne dich grüßen von Christian und Elisabeth als ja, Stellvertretender für viele, die du in deinen Büchern, ja, denen du gedankt hast, dass sie den Weg vorbereitet haben. Ja, jeder an seiner Stelle in den 60ern, 70ern, wo Spiritualität ja kein Thema war und trotzdem es Menschen gab, die für sich eingestanden sind, ja, wie sie die Welt gesehen haben oder in einem Bewusstsein ja, gelebt haben, Dinge zusammenzuschauen, die andere als getrennt sehen. Ja, also zusammengebracht haben, konstruktiv und kreativ gedacht haben und dafür zum Teil Schläge eingesteckt haben oder ausgegrenzt wurden. Ob wir sie Indigos nennen oder so, das ist ja vollkommen egal. Aber du hast ihnen öffentlich immer wieder gedankt, ja, dass sie Wegbereiter waren. Ja, das hat die Welt gebraucht. Ja. Weil all das, was wir jetzt hier an Bewusstseinsentwicklung haben und auch, dass die Leute jetzt offen sind und dass ich Seminare geben kann, das wäre, nee, es hätte nicht funktioniert vor 40 Jahren. Ja, genau. Also wir müssen immer irgendwo einen Anfang machen, oder? Mhm. Und zwar egal wo. Und darum braucht es eben Mut. Und zwar in erster Linie nur einfach mal das zu sein, was wir wirklich sind. Mhm. Und dann wird es eigentlich ganz einfach. Ja, total. Weil dann machen wir ja das, wofür wir eh hierher gekommen sind. Ja. Wir können nicht uns selbst sein und dann was tun, was wir gar nicht tun wollen. Also wir können nicht uns selbst sein, wenn wir eigentlich Gärtner sein wollen und dann aber weiter in der Bäckerei arbeiten. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Und dann ändern sich die Dinge automatisch. Und es braucht halt nicht nur das, sondern dass wir uns vernetzen, oder? Mhm. Weil durch diese Vernetzung kriegen die Leute auch Mut, dass sie nicht alleine sind. Und ja. Mhm. Und also dieses Vernetzen tatsächlich, da haben wir ja auch die technischen Mittel, also sprich, ne, YouTube, über die Sendung ja ausgestrahlt wird, oder überhaupt das Internet bringt ja Menschen zusammen, die früher, als ich Jugendlicher war, gab es kein Internet. Ja, das heißt, ich war mit meinen Fragen relativ alleine. Ich hatte Gott sei Dank den Hans Wilhelm auf dem Dorf, mit dem ich über die Fragen über Universum, woher kommen wir oder so, sprechen konnte. Aber ich bin so vielen Menschen begegnet, die in ihrer Umgebung niemanden hatten. Niemanden, mit denen sie ihre Fragen oder ihre Weltsicht austauschen können. Ja, überall sind sie angeeckt und ach du, hör bloß auf, ne, mit deinen Fantastereien oder wie auch immer. Und in diesem Bewusstsein sind sie aufgewachsen. Ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein auf der Welt. Und das erleben wir. Und da bin ich so dankbar, dass es das Internet gibt, dass diese Menschen jetzt langsam begreifen, nein, ich bin nicht allein. Es gibt Tausende von Menschen, die die gleichen Fragen stellen. Es geht nicht um die gleichen Antworten, aber die gleichen Fragen. Und das ist, ja, da bin ich so dankbar, dass ich sozusagen gerade in dieser Phase noch lebe, ja, und da ein Teil sein kann dieser sichtbar werden des Netzes, was schon immer da ist. Was schon immer da war. Auch die Verbundenheit. Wie viele Leute denken, sie seien nicht verbunden, weil sie das und das getan haben oder so. Aber wir können doch gar nicht leben ohne Verbundenheit. Und es geht doch gar nicht, dass wir nicht verbunden sind. Nee. Weil sobald wir hier inkarnieren, sind wir automatisch mit dem Feld verbunden. Ja, ja. Wir sind automatisch mit dem Menschheitsfeld verbunden.
weil wir hier als Mensch sind. Mhm. Also das geht gar nicht anders. Und es stellt keine Bedingungen für die Verbindung oder so. Beim Handy muss ich monatlich einen Beitrag zahlen, sonst werde ich abgeschaltet. Aber die Verbundenheit mit allem, was ist, kann mir niemand abschalten, wenn ich sie nicht selber abschalte. Also das Bewusstsein der Verbundenheit haben viele Menschen vergessen. Sie glauben, sie hätten irgendwas in ihrem Leben getan, dass sie nicht würdig sind, ja, mit allem verbunden zu sein. Bis hin, dass sie, was weiß ich, kurz nach der Geburt getrennt wurden und, dass sie die Vorstellung haben, sie sind immer getrennt, ganz allein für sich. Und wir können gar nicht anders als verbunden sein. Also, wir sind ja ständig verbunden. Ständig. Also man muss sie nicht herstellen, nur sich ihrer bewusst werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist bei unserer ganzen Entwicklung so. Ja. Also wir müssen nicht Dinge lernen. Also wir müssen nicht lernen im Sinne wie in der Schule, dass man jetzt was auswendig lernt oder irgendwas, sondern wir müssen uns nur daran erinnern. Das ist ein absoluter Unterschied. Weil wenn die Menschen lernen müssen, dass sie göttliche Wesen sind, würde das ja bedeuten, sie sind das jetzt nicht, oder? Mhm. Also das heißt, wir würden hier stehen und hier ist sozusagen das göttliche Wesen und ich muss jetzt dahin lernen, bis ich das bin. Mhm. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht lernen, sondern sich an erinnern. Ja. Und das ist der Unterschied, weil das bedeutet, wir sind es schon die ganze Zeit, wir merken es nur nicht. Und das verwechseln die Menschen manchmal. Die glauben, die müssen das werden. Mhm. Dabei sind sie es ja schon. Und das ist der entscheidende Bewusstseinsunterschied, glaube ich. Ja, weil auch in der Esoterik, ja, es gibt ja unzählige Seminare, die uns vorgaukeln, ja, also Entwicklungsstufen, dann musst du Seminar 1, 2, 3 und dann bist du, sag mal, Bachelor vom, also, eine Entwicklung hin zum Spirituellen, ne, und Weisen und angebunden. Ja, die ist ganz angebunden. Ja, der ist noch gar nicht angebunden. Für mich ist das eine Lüge. Wir sind ständig angebunden. Ja? Der eine merkt es einfach mehr als der andere. Ja, also dies, nicht, aber da wird Geld mit verdient, dass man glaubt, man könnte den Menschen Verbundenheit, so scheibchenweise mehr Verbundenheit verkaufen. Ich finde, das ist eine Lüge. Also Verbundenheit, das kann man sich überhaupt nicht erkaufen, weil das ist die ganze Zeit so. Eben. Natürlich gibt es Menschen, die fühlen sich mehr verbunden mit allem als andere. Das hat aber nur damit zu tun, was sie an Überlagerungen haben, oder? Mhm. Und diese Überlagerungen, die können am Schluss nur die Menschen selbst wieder loswerden. Sie können die auflösen, aber das können nur sie. Mhm. Also Menschen von außen können Impulse geben. Ja. Aber nur wir können in unserem Leben einen Schritt machen. Das kann niemand für uns. Und das kein heißt, Arzt, kein Heiler, ja, niemand. Niemand, das müssen wir am Schluss selbst, oder? Ja. Das ist ja auch dein Credo, absolut der freie Wille ist das Entscheidende. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem wir absolut entscheiden. Ja, ja. Menschen, die uns zuhören und finden, wir hätten nicht mal die Tassen im Schrank, denen kannst du das noch dreimal sagen und sie werden noch das Gleiche denken. Mhm. Das heißt, ihr Wille sagt dann, nein, will ich nicht, weil das stimmt gar nicht. Mhm. Geht nicht. Ja. Und das ist dann ja Wille und du kannst nicht über diesen Willen hinaussteigen. Das geht nicht. Den haben wir zu respektieren. Ja. Auch bei den sozusagen unlichten Wesen, auch ihren Willen haben wir zu respektieren, dass sie sich dem Licht nicht zuwenden. Nicht ihre Taten haben wir zu respektieren, aber ihren freien Willen. Genau. Ja. Und darum bringt es auch nichts, wenn wir andere Menschen von etwas überzeugen wollen,
von dem wir zwar sagen, es stimmt für mich, ja, aber wo sonst jemand sagt, nein, also ich sehe da jetzt keinen Sinn drin. Mhm. Und wenn die Person nicht offen ist, dann bringt es einfach nichts. Was ist nicht offen? Mhm. Und darum ist ja nicht nur Liebe eine starke Kraft, sondern eigentlich unser Wille. Mhm. Weil wenn wir jetzt uns wieder erinnern wollen, dann müssen wir das ja wollen. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand kommt und uns sagt, hey, das Leben wäre so und so, und wir sagen, nein, das geht nicht, dann ist das unser Wille, der sagt, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Also wir brauchen eine willentliche Entscheidung, dass wir unser Bewusstsein entfalten wollen. Mhm. Und das bedeutet auch Offenheit, oder? Ja. Also wenn wir nicht gegenüber Neuem offen sind, dann sagt unser Wille überall nein. Mhm. Zu all dem, was wir nicht kennen. Ja. Gibt es sozusagen einen ersten Schritt für Menschen, die von dieser Thematik bisher unberührt waren? Welchen ersten Schritt würdest du jedem Menschen anraten? Für? Die Bewusstseinserweiterung und damit natürlich auch die Frequenz erhöht sich, wird feiner, wie auch immer. So der erste Schritt. Also es gibt nicht irgendein Grundrezept, wo man sagen kann, das ist der erste Schritt für alle. Das gibt es nicht. Schön, dass du es sagst. Weil wir sind ja Individuen. Mhm. Und natürlich gibt es die Person, wo wenn man jetzt das sagt, dann sagt sie, ja, das mit dem kann ich was anfangen. Aber es gibt keine Regel, wo jetzt wir beginnen können, uns zu erinnern. Zu erinnern. Mhm. Weil eigentlich ist unser ganzes Leben eine Erinnerung, oder? Die ganze Zeit. Mhm. Ich kenne Menschen, die sind 50 und die sagen dann, ja, ich bin schon seit 30 Jahren auf meinem Weg. Und ich denke dann immer, ja, das stimmt ja schon, aber die anderen 20 Jahre ja auch schon. Ja, klar. Wir wussten es damals nicht, weil wir weder was von... Weil wir einfach nur komplett 3D waren. Mhm. Und trotzdem waren wir da schon auf dem Weg. Wir waren gut abgelenkt vorher. Sozusagen, ne, durch andere Konzepte oder Vorstellungen, was wir zu tun hätten, waren wir abgelenkt. Genau, aber auch wenn wir nur 3D sind und in diesem 3D irgendwann auf die Idee kommen, dass wir mehr empathisch sein könnten, dann würden wir nicht dazu sagen, dass wir irgendeinen Bewusstseinssprung gemacht haben. Mhm. Weil die Leute, die kennen das Wort ja gar nicht. Das Wort aber Empathie. Oder Bewusstsein. Ja. Also die kennen das vielleicht noch gar nicht. Und trotzdem haben sie einen gemacht. Die kommen dann vielleicht erst später drauf, dass dieses Wort existiert. Mhm. Und damit will ich einfach sagen, nur weil jemand nicht spirituell ist, heißt das nicht, dass er sich nicht entwickeln kann. Mhm. Es läuft trotzdem dort schon eine Entwicklung. Und wir brauchen diese Entwicklung, damit wir nachher irgendwann sagen können, ja, wir sind jetzt spirituell. Wobei das ein bisschen sinnlos ist, weil... Gibt es etwas anderes? Also, weißt du, irgendwann wird Spiritualität einfach zu einem Begriff, wo man dann so ein Kästchen macht und sagt, das ist spirituell und das, ja, das nicht, nicht, oder? Ja, das ist das Übliche noch. Und das ist eigentlich, sind wir die ganze Zeit auf unserem Weg. Und wenn Spiritualität nichts anderes ist, als dass wir einfach auf dem Weg sind, dass wir uns mehr erinnern, dann sind wir das schon, seit wir auf die Welt gekommen sind. Und das Wort für mich Entwicklung und Entfaltung ist für mich der Fahren ein wunderschönes Bild,
Weil es ist alles enthalten, es ist alles schon da. Ja, aber will sich nur entwickeln und entfalten. Weil gemeinhin wird immer Entwicklung von A nach B, ja, also so linear gesagt. Aber wenn ich die Kinder sehe, die auf die Welt kommen, die bringen doch alles mit. Also ja, wie eine Farnknospe oder so. Und wir brauchen nur ein Ambiente oder einen Raum zu schaffen, in dem es sich entfalten kann oder die Knospe aufgehen kann. Christina, ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit dir reden, aber wir haben immer so gesagt, so um die Stunde herum machen wir die Gespräche. Ich danke dir für deine Gedanken und wünsche dir ein volles Haus in Leipzig. Ist ja schon relativ gut ausgebucht. Hast du vor, noch ein paar Seminare in Deutschland auch noch zu geben, so in den nächsten 1-2 Jahren? Oder ist das jetzt sehr selten? Also, was ich nächstes Jahr, wo nächstes Jahr die Seminare sind, das weiß ich jetzt bei weitem noch nicht. Man gut, aber ist alles überraschend. Wir haben für dieses Jahr noch mehr Seminare geplant. Auch in Deutschland? Ja. Oder? Auch? Ja. Okay. Kann man auf deiner Homepage, das ist Christina von Dreien, ne? In einem Wort. Ja, genau. .ch? Ja. Super. Wir blenden das auch ein. Vielen, vielen Dank, Christina. Und auf ein weiteres Mal. Ja, liebe Zuschauer, da war allerhand drin, wo man andocken kann. Und die Hauptbotschaft, ja, es kommt auch auf Sie. Ja, auf Sie kommt es genau auch an. Denn solange wir nicht ausschließen können, dass wir der letzte Mensch sind, der noch gebraucht wird, um das Ganze sozusagen zum Kippen zu bringen, sollten wir uns so benehmen, so handeln wie dieser letzte Mensch. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neuer Horizont TV und sage Tschüss.